Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem YouTube Gamescom auf der Sony PlayStation 3. Wir spielen heute Modern Warfare 3 Team Deathmatch auf der wunderbaren Map Interchange. Auch wenn sie den Einschaltschild mit dem Rücken tragen, bla bla bla, blockt er Kugeln ab. Wusstet ihr das? Also wenn ihr gerne mit der Pistole schießt, auf jeden Fall das Einschaltschild einpacken, nämlich dann ist euer Rücken teilweise geschützt. Eure Füße zwar nicht, aber naja, immer gut. So, Interchange ist angesagt, die ganze... Ja, ich weiß nicht. Stadt hier ist schon völlig zerstört. Wir nehmen für Interchange auf jeden Fall die UMP45 MP412. Das Messer, ganz klar. Splitter, Blendgranate, Aufklärung, Schnellziehen-Pro für schneller von Ausrüstung und Granateinsatz erholen. Und Todesstille für Bewegung. Bewegen Sie sich leise fort. Reduziert die Effekte von Aufklärung. Genau, das kommt mit. Wir gleich mit der UMP45. Jetzt huschen wir mal nach vorne und müssen erstmal hier die ersten Gegner ausspähen hier. Die sind nicht weit weg, die sind gleich da, die zeigen sich gleich als roter Punkt oder auch nicht. Natürlich. So, Schnellfeuer, UMP45 hier, wie ihr schon seht, 4 Flashbang-Granaten habe ich eingepackt, Splitter, ganz normal, keine Haftung. So, wir sind auf jeden Fall ein russisches Team, das hört man schon an der Stimme hier. Und jetzt gehen wir weiter vorne hier. Weiter nach vorne. Oh. Oh, wow, da haben wir den ersten Gegner, Volltreffer, ein Headshot erzielt, wunderbar, und da hätte ich lieber das Messer aktivieren sollen. Oh, das war ein bisschen zu früh. So, genau. Es steht 1200 zu 700, wir sind voll am Gewinnen und wir schießen jetzt mit der UMP45 Schnellfeuer. Gott sei Dank Schnellfeuer. Wunderbar. Klappt, alles prima hier. Jetzt schießen wir noch auf den Tank hier. Ah, ich dachte schon, da kommen Flammen raus. So. Jetzt weiter nach vorne hier, nach rechts. Oh, der war gut, der war richtig gut. Präzise ausgeschaltet. Oh, das macht mir Angst, da gehe ich mal lieber weiter. So, jetzt machen wir mal hier Schlangenlinien. Gucken nochmal hier. Ah, ja, ja, 150 Punkte. Oh, 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 oh. Eine Granate hätte mich fast weggefetzt. Zum Glück war ich ein bisschen schneller. So, da vorne wieder ganz klar ein Feind, aber er war leider schneller. So. Ah, seht ihr das? Im Bus, im Bus, im Bus, im Bus ist er. Im Bus ist er, im Bus. Im Bus hat er sich versteckt. Oh, auf den Boden gelegt. Ich hätte ihn fast bekommen. Naja, so weiter geht's. Da vorne ist der erste Feind hier wieder. Oh, 150 Punkte Volltreffer. Perfekt. Mein Gott, was ist denn heute los hier? Ja, die ganzen Assad-Regime hier sind alle versammelt hier. Die ganzen Rebellen hier von Assad hier, alle voll kampfbereit hier. Und der Sniper schön von hinten, schön in den Rücken rein. Mit dem Schnellfeuer UMP45, das ist einfach klasse, so gehört sich das. Was haben wir denn hier? Die MP bla bla bla. Die MP412 ist das hier mit Taktikmesser. Sieht richtig cool aus, finde ich. Wer was anderes behauptet, ist ein Lauch. So, jetzt gehen wir mal nach da oben und haben gleich den ersten Gegner gesichtet. Und das ist doch eindeutig eine Scorpion Akimbo. Akimbo bedeutet zwei Waffen. Also, dass ihr links habt eine und rechts. Und ihr könnt natürlich links schießen und rechts, wenn ihr wollt. Ihr müsst einfach links drücken für links schießen und rechts für rechts. Aber das muss man euch nicht erzählen. So, jetzt geht's weiter hier. Das Feuerwehrauto ist ein guter Punkt für Gegner, aber heute mal nicht. Jetzt folgen wir mal ein und hoffe, dass ich das überlebe. Seht ihr das? Der Gegner hat natürlich keine Chance. 200 Punkte für Spiel von der, aber ja! Das wollte ich. Jetzt gucken wir nochmal im Bus rein. Nicht zu sehen. Was habe ich hier eigentlich? Ah, die Scorpion, eine schöne Waffe. Dauert aber immer ein bisschen, wenn ihr... Oh. Das Ding nachladen sollen. Wenn man das nicht nachlädt, dann ist nicht gut. 100 Punkte wieder! Ja! Ausgeschaltet und eliminiert. Jetzt geht's weiter hier. UMP-Schnellfeuer wieder ausgepackt. Oh, da ist was am Himmel. Wenn ihr einen Helikopter seht am Himmel, ey Leute, da müsst ihr ganz schnell handeln. Da gibt es keine Diskussion. Die Javelin einpacken. Immer die Javelin ist gut. So, jetzt warte ich nur noch, dass ich getötet werde, weil ich will dieses Ding vom Himmel schießen.
Naja, versuchen wir es mal mit der Skorpion. Egal, jetzt ist das Ding eh sowieso tot. So, seht ihr es irgendwo? Ich sehe es nicht mehr. Vielleicht seht ihr das. Seht ihr den Helikopter? Ich sehe den Helikopter nicht mehr. Das macht mir ganz Angst, Nein! Jetzt habe ich extra die Javelin in das Spiel geholt. Aber egal, die RSASS ist auch an Bord. Schöne Waffe, muss ich sagen. Es gibt bestimmt viele Spieler, die mit der Waffe hier spielen. Warum? Ja, das zeige ich euch jetzt mal. Burn, Motherfucker! Noch Fragen? Gut, da haben sich die Fragen alle geklärt. Oh. Jetzt sind hier 1, 2, 3, 4 Dingsbums am Himmel. Oh, eine ganze Formation. Fuck, 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 fuck. So. Da macht sich schon der Bauch. 2-9-0-7-1-9-8-6 hier bereit, Level 80. Und er liegt da schon ganz chillig am Boden mit seiner coolen Waffe und er macht sich auch schon wieder bereit. Wunderbar. Dachte schon, er kämpft hier rum, aber das ist natürlich nicht gut. Und ich wollte gerade anlegen. So, Klasse wählen. Ich muss mal neue Waffen wählen. Die USASS 12 USP 45 taktische Fingerfertigkeit, Mobilisier, Brust, Stalker, Bitter, Erschütterungsgranate, Unterstützungspaket. Gut erholt. Ich denke mal, das haben auch viele Leute von euch. So. Ja, aber den brauche ich jetzt nicht. So, nimm mal diese Waffe hier. Ah, feindliche Vorräte. Feindliche Vorräte. Und wir haben ein Siegerziel. 7500 zu 6400 Spielbonus. 1680 Punkte. Wir schauen uns jetzt den an. Schön gestreift, aber doch noch tot. Ja, das war's eigentlich schon wieder von eurem YouTube Gamescom. See you later, Alligator. Ciao. Bis bald.